Town of Salem Tutorial, der Disguiser. Der Disguiser gehört zur Mafia, um genau zu sein, ist er Mafia Deception, MD, wenn man irgendwas kurz sagen würde dazu, aber dazu gibt's nichts Kurzes. Seine Fähigkeiten sind natürlich den Mafia-Chat lesen und reinschreiben, jede Nacht, und er kann sich pro Nacht eine Person aussuchen, der klickt dann drauf und verkleidet sich als diese Person. Er wird nicht erfahren, was diese Rolle ist, aber wird er getötet, wird er als diese Person angezeigt, fällt meistens nicht auf, außer er greift halt einen Veteran an und stirbt von Veteran als Veteran, dadurch, dass der unique ist, fällt das natürlich dann auf. Checkt dich ein Investigator in dieser Nacht, wirst du als diese Rollen angezeigt, die möglich sind zum Checken, daher bringt es dir nichts, dich als Doktor oder Serial Killer zu verkleiden. Checkt dich ein Sheriff, der lässt sich nicht verarschen, der sieht dich trotzdem noch als Mafia. Und ja, wenn es keine Mafia-Killing mehr gibt, dann kannst du Mafioso werden. Ja, das war's eigentlich auch schon. So ein Disguiser kann nicht allzu viel. Als Sheriff sieht man dich als Mafioso, als Invest, ja, als Doktor, Disguiser oder Serial Killer. Und der Konsiliär, sollte er dich finden aufgrund von Transporter oder Hexe, sieht dich natürlich als Disguiser. Viel Erfolg beim Disguiser-Spielen. Meiner Meinung nach eine beschissene Rolle. Aber vielleicht seht ihr das ja anders. Bye, bye.